In diesem rechtwinkligen Dreieck misst die eine Kathete 8 cm, die andere 6 cm. Die Katheten sind ja die kürzeren Seiten, also die 8 cm, die 6 cm lang. Berechne die Länge der Hypotenuse und den Flächeninhalt des Dreiecks. Die Länge der Hypotenuse kann ich mit dem Pythagoras berechnen, nämlich mit der Wurzel aus 6 hoch 2 plus 8 hoch 2. 6 hoch 2, das gibt 36, das ist also die Wurzel aus 36 plus 64. Das gibt die Wurzel aus 100, das ist gleich 10. Das heißt, die Hypotenuse ist 10 cm lang. Als nächstes können wir den Flächeninhalt berechnen. Nun, wenn ich das hier geschickt verdopple, das kommt jetzt halt hier in die Rechnung rein, erhalte ich ein Rechteck. Und die Fläche dieses Rechtecks ist 6 mal 8, also ist die Fläche des Dreiecks, die Hälfte davon, 6 cm mal 8 cm und dann durch 2. 6 mal 8 gibt 48, 48 durch 2 gibt 24 und die Sorte ist Quadratzentimeter.